Ja, willkommen zurück zu meiner Schachreihe auf LeeChess. Wir spielen wieder 15 plus 10. Und ich habe ungefähr anderthalb Wochen bis 2 Wochen nicht wirklich gespielt. Also mal schauen, was das jetzt gibt. Es könnte jetzt ziemlich schlecht laufen. Aber ist ja egal. Ich schäme mich ja nicht dafür, auch meine Niederlagen zu zeigen, wie man im ersten Spiel schon gesehen hat. Vor allem, wenn ich so dumm verliere wie im ersten Spiel. Das war schon ziemlich bitter. Okay, und wir haben ein Spiel gefunden mit Weiß. Und ich spiele die gleiche Öffnung, wie ich immer spiele, aktuell. Das ist, also ich versuche sie zu spielen. Also schottisches Vier-Springer-Spiel, das heißt, wir spielen uns so viel. Okay. Ja, und da sieht man halt, dass man nicht mit allem planen kann auf dem Niveau, was ich hier spiele. Also das ist ein Zug, den man eigentlich nicht spielen würde. Die Dame da so früh rauszubringen, ist halt grundsätzlich nicht so gut. Weil sie halt einfach total angreifbar ist, ne? Ich könnte jetzt, wie könnte ich, also jetzt gerade kann ich sie gar nicht angreifen, aber ich könnte irgendwann zum Beispiel den Springer zum Beispiel hier irgendwie hinbewegen. Und die Dame muss wegziehen, weil sie halt angegriffen wird. Jede andere Figur, zum Beispiel den Springer, muss nur wegziehen, wenn er von einem Bauern angegriffen wird zum Beispiel oder halt nicht gedeckt ist. Aber die Dame muss immer wegziehen, selbst wenn sie gedeckt ist, weil wenn man sie verliert, ist halt schlecht. Deswegen ist das ein bisschen fragwürdig tatsächlich. Die Dame so früh rauszubringen. Ist jetzt so, dass wir jetzt nicht direkt hier irgendwie aktiv werden müssen. Ich würde sagen, wir spielen einfach ganz normal weiter und schauen mal, was er so vorhat. Das heißt, ich werde jetzt trotzdem einfach meinen Springer entwickeln. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt in dem Fall gut ist. Okay. Ich schätze mal, er will hier seinen Bauern vorziehen. Aber das kann er ja machen. Dagegen haben wir ja nichts einzuwenden. Ich werde jetzt immer mal den Läufer ein bisschen entwickeln, ganz vorsichtig. Weil wenn ich ihn hier hinziehe und er dann hier, dann ja, muss ich die quasi schlagen. Und da weiß ich noch nicht, ob ich überhaupt schlagen will. Schauen wir mal. Okay. Ich dachte irgendwie, er zieht jetzt den mittigen Bauern vor, aber. Ehrlich gesagt, frage ich mich, was der Sinn von dem Zug ist. Ich kann jetzt trotzdem einfach hier meinen Bauern vorziehen, wie ich es normalerweise im Vierspringerspiel machen würde. Da hätte ich zwar noch nicht den Läufer gezogen, aber ist ja egal. Wir schlagen einfach. Aber dann ist der Springer hier ein bisschen verloren, ne? Wobei wir könnten hier hin. Ah, nee, das gefällt mir nicht so. Er kann dann hier immer mit seinem Bauern einfach den Springer wieder wegdrücken. Aber an sich. Oder wir rochieren einfach und ignorieren das einfach, was er macht. Muss ich jetzt mal ein bisschen überlegen. Irgendwie ist seine Position halt schon jetzt sehr seltsam. Ich meine, der Bauer hier bringt ihm halt nicht wirklich was. Oder wir ziehen einfach hier eins vor. Wobei, wir könnten das tatsächlich machen. Mit der Dame dann schlagen. Und wenn er nicht schlägt, dann können wir hier seine Dame angreifen. Ich glaube, das machen wir jetzt. Also wenn er schlägt, dann schlagen wir einfach mit dem Läufer. Mit dem Springer. Und wir können den Springer ja immer wieder zurückziehen. Und wenn er nicht schlägt, dann können wir hier seine Dame angreifen. Ich denke, das ist ganz gut. Aber ich schätze mal, er wird schlagen oder seinen Bauern vorziehen. Würde ich einfach mal vermuten. Aber meine Vermutungen liegen ja sehr oft daneben. Ja, nochmal zur Erklärung, weil es als Frage aufkam. In den Kommentaren. Also man hat hier grundsätzlich 15 Minuten einfach als Grundzeit und dann für jeden Zug, den man macht, kriegt man nochmal 10 Sekunden obendrauf. Das heißt, wenn man quasi gar nicht überlegt, also direkt zieht, gewinnt man quasi pro Zug 10 Sekunden. Und wenn man halt überlegt unter 10 Sekunden, dann verliert man quasi keine Zeit, sondern kriegt halt ein bisschen was immer dazu.
Das ist einfach, damit man halt am Ende, wenn man keine die 15 Minuten quasi verbraucht hätte, nicht verliert, weil man keine Zeit mehr hat, sondern dann für jeden Zug am Ende immer trotzdem noch 10 Sekunden hat. Das ist halt insbesondere bei so Zeitformaten, wo man relativ wenig Grundbedenkzeit hat, ist das so, damit man halt, ja, nicht wegen einmal kurz überlegen, direkt schon so krasse Zeitnot ist. Okay, und ich denke, man kann einfach schlagen wie geplant. Hier würde ich jetzt tatsächlich eine Wette eingehen, dass er hier den Bauern vorzieht, aber dann gehen wir einfach zurück. Sollten dann aber auch bald mal rochieren, einfach nur um sicher zu sein. Seine Dame doch jetzt hier ein bisschen aktiv. Okay, er macht das gar nicht, was ich vermutet habe. Das ist jetzt aber interessant, weil jetzt sein. Bauer da hängt, also nicht verteidigt ist, weil der ursprünglich vom Turm verteidigt wurde. Und der Turm ist jetzt bedeckt. Das heißt, wenn ich hier schlage, kann er dann irgendwas machen, was mir nicht gefällt. Eigentlich nicht, ne? Der Springer da ist relativ eingekesselt. Ich meine, der kann ja nicht mehr, also eigentlich kann ich das auch jetzt noch nicht machen, weil ich kann ja immer noch danach schlagen, weil er kann den Springer nicht wegziehen jetzt gerade. Aber er kann halt den Bauern verteidigen, ne? Also mache ich das. Ist vielleicht dann doch besser, lieber jetzt direkt zu schlagen. Wenn er hier hingeht, denke ich, ziehen wir den Läufer einfach hierhin zurück. Oder sogar doch hierhin. Okay. Ich könnte jetzt hierhin zurück. Oder ich entwickle meinen anderen Läufer und verteidige gleichzeitig meinen Springer. Und schütze hier das Feld noch, was so ein bisschen angreifbar gerade ist. Als nächstes rochieren wir dann. Ich überlege gerade sogar lang zu rochieren, also die Dame noch rauszubringen und dann vielleicht die lange Rochade zu machen, einfach nur weil seine Dame jetzt gerade hier auf der Seite ist und die dann quasi aus dem Spiel genommen erstmal ist. Aber mit dem Springer hier soll ich auch ein bisschen aufpassen. Der ist noch nicht so sattelfester. Ich könnte hier seine Königsseite ziemlich ruinieren. Dafür muss ich aber irgendwie die Dame hier erstmal beseitigen, vielleicht. Weil er schlägt. Dann kann er hier schlagen. Kann ich einfach wieder zurück. Dann schlägt er. Und ja, dann ist meine. Nee, das gefällt mir nicht. Dann habe ich hier auch eine Doppelbauern, einen isolierten. Das guter Rat teuer. Was ist denn jetzt hier am besten? Eigentlich ist hier gerade keine Gefahr. Also eigentlich kann ich jetzt einfach rochieren. Aber halt die Frage, ob das so sinnvoll ist, jetzt kurz zu rochieren. Ja, mir missfällt es irgendwie ein bisschen, wie meine Springer hier positioniert sind. Die haben nicht wirklich große Aktivität. Vielleicht ziehe ich den doch mal hier nochmal oder sogar so hin zurück.
Aber dann ist er auch nicht wirklich aktiver, ne? Aber ich könnte das machen. Aber dann kann er immer noch hier den da schlagen. Dann mache ich vielleicht doch das. Und druck hier dann lang. Denke, wir schlagen einfach. Ja, dann kann ich nicht mehr rochieren, wenn er hier schlägt. Aber dann kann ich immer noch so rochieren. Aber ich könnte einfach dann so machen und dann, was macht er dann? Dann habe ich eigentlich eine ganz gute Position, denke ich, wenn er jetzt hier wegzieht. Ich ruck hier lang. Ja, so natürlich. Ich könnte sogar noch seinen nochmal tauschen. Dann hat er das Läuferpaar nicht mehr. Und mein etwas seltsamer Springer hier, der eigentlich nicht wirklich viel machen kann gerade. Ich könnte alles abtauschen, ne? Düm, 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 ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Wenn er hier so schlägt, dann kann ich sogar immer noch einfach so. Er hat dann hier ein ziemlich offenes. Ach komm, ich mach das jetzt. Wenn er hier schlägt, dann gut. Es ist wahrscheinlich für ihn das Beste. Aber wir haben halt einen Bauern mehr immer. Was, denke ich, ganz in Ordnung ist. Ich denke, ich hätte mehr rausholen können. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber wüsste jetzt gerade nicht, wo und wie. Vermutlich hier, das war wahrscheinlich nicht der beste Zug. Oder hier das da, da, das war eigentlich auch eine Schwäche wahrscheinlich. Aber gut, sehen wir dann. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Deswegen gar nicht schlecht, vielleicht, wenn ich alles abtausche. Und jetzt auch ein bisschen ins Grübeln mal kommen muss. Wenn er nicht schlägt, oh, wenn er nicht so schlägt, kann ich sogar erstmal so machen und dann schütze ich es, dann rette ich ja sogar meinen Springer. Also nee, gut, ich rette ihn nicht wirklich, aber ich zwinge seinen König, sich zu bewegen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Das ist vielleicht gar nicht so gut für ihn, wenn er hier schlägt. Dann sein König im Endeffekt hier landet. Was jetzt auch nicht unbedingt so schlecht ist. Okay, er schlägt mit der Dame. Ist jetzt wirklich die Frage, ob ich hier auch noch den Läufer tauschen will. Ich denke fast schon, weil er hat dann eigentlich keine entwickelte Figur mehr. Jetzt müssen wir auch eigentlich gar nicht direkt rochieren. Also es eilt halt einfach nicht.
Aber vielleicht doch eine gute Idee, weil wir dann hier diese. Oh, das ist sogar, glaube ich, eine sehr gute Idee. Da drohen wir direkt hier üble Dinge an. Okay. Schade. Aber es ist auch nicht so krass für ihn, ne? Ich mache einfach mal das. Den Turm mal ins Spiel bringen. Oh, der. Ah, ne, der hängt nicht. Aber ich sollte vielleicht mal grundsätzlich meinen König auf B1 ziehen. Dass hier der Bauer verteidigt ist, auch wenn der Springer wegzieht. Ist vielleicht sogar jetzt ein Zug, den ich machen könnte. Wenn seine Dame weg ist. Dann hängt sein Pferd, ne? Vielleicht kann ich die irgendwie baiten. Aber das bringt ja nichts, dann ist sie immer noch hier auf der Diagonale. Nee, das ist alles nicht so gut. Oh, sie hängt ja trotzdem. Das Pferd hängt ja trotzdem. Meine Dame ist ja verteidigt. Das sind so Dinge, die muss man halt einfach merken, ne? Das wäre mir jetzt fast übergangen. Das wäre ich. Nee, wie sagt man? Das hätte ich jetzt fast übergangen, so rum. Und sein Bauer hier hängt auch. Das heißt, er muss eigentlich jetzt meine Dame schlagen, was halt auch aber noch schlechter für ihn ist, weil dann ist er quasi prozentual noch mehr hinten dran. Jetzt bin ich gerade 4 Materialpunkte vorne, wenn man aber das Gesamtmaterial zählt, ist es halt im Verhältnis nicht so viel, wie wenn er jetzt meine Dame schlägt und ich dann trotzdem noch 4 Materialpunkte vorne dran bin. Und außerdem, wenn er meine Dame schlägt und ich schlage, dann hängt sein Bauer immer noch. Also ich habe einen Bauern mehr. Okay. Ich denke, wir könnten einfach hier hinziehen. Ein Bauern mehr. Jetzt muss ich mal aufpassen. Nicht, dass er jetzt hier irgendeinen Plan hat. Aber ich denke nicht. Ein Bauern mehr, wie gesagt, das Pferd. Und die viel bessere Bauernstruktur, würde ich einfach mal behaupten. Wir haben hier diese 4 Bauern. Die 3. Und er hat halt hier den Doppelbauern. Jetzt kann ich hier einfach seinen Bauern schlagen. Denke ich. Ja, machen wir mal. Mein Bauer hier hängt, aber pff. Bei ihm hängt ja auch alles. Der Bauer hängt. Ich kann jetzt auch mal mein Pferd ein bisschen aktivieren. Sollte vielleicht mal hier ein bisschen Luft schaffen, damit ich den. Okay, sein Bauer hängt nicht mehr. Aber jetzt kann ich seine Dame angreifen. Kann er dann irgendwas Fieses machen? Ich glaube nicht. Das machen, aber dann tauschen wir einfach Damen. Aber das fühlt sich so riskant an, weil dann hier, ne, der König komplett ungeschützt ist. Weil nichts mehr auf der Grundreihe ist. Gut, ich habe immer noch den hier, aber ja. Es fühlt sich trotzdem gefährlich an, aber ich mach's jetzt einfach. Ist auf jeden Fall jetzt auch ein längeres Game, glaube ich. Habe jetzt nicht auf die Zeit geachtet, also wie lange es genau gedauert hat, aber man kann es ja theoretisch ausrechnen. 21 Züge, mal 20 Sekunden pro Person, also 10.
Okay. Jetzt greift er hier theoretisch an. Ich glaube, ich mache jetzt hier einfach mal Luft. Und ich habe schon relativ viel Zeit verbraucht, ne? Also da muss ich auch ein bisschen jetzt aufpassen, nicht, dass die Spiel sich noch ewig zieht und ich dann keine Zeit mehr habe. Ich hätte auch den Bauern ja eigentlich schlagen können. Also er droht jetzt hier nichts direkt. Der Turm kann eigentlich sich nicht wegbewegen. Weil wo will er hin? Hier kann er nicht hin. Also kann er schon, aber was macht er hier? Hier kann er nicht hin. Hier kann er nicht hin. Okay, also hier könnte er hin, aber dann verliert er seinen Turm für meinen Turm. Und das ist das gleiche, wie wenn man die Damen dann tauscht. Das ist halt einfach dann nicht so gut für ihn, wenn er Material weniger hat, Figuren abzutauschen. Er nimmt jetzt hier, er kann das ja noch drin, danach den Bauern nehmen, aber ich könnte auch hier erstmal einen vorziehen und dann ist sein, ist der Bau hier verteidigt. Oder ich ziehe den vor. Oder ich nehme halt einfach seine Bauern, ne? Das ist halt also. Gibt sich, denke ich, nicht so viel. Ich muss halt überlegen, wie ich vielleicht jetzt hier mal ein bisschen aktiver werden kann und ein bisschen Druck machen kann. Weil ich meine, an sich ist ein König ja noch relativ sicher. Ich glaube, ich muss einfach mal das Pferd hier aktivieren. Ich denke, das mache ich. Jetzt kann ich hier vielleicht mal Schach drohen. Dann muss er die Verteidigung von seinem Turm aufgeben, weil er dann mit dem König wegziehen muss. Ist jetzt nicht erst, also nicht dramatisch dann für ihn. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Türöffner für mich. Weil aktuell kann ich hier halt wenig machen, weil sein Turm einfach immer gedeckt ist vom König. Das habe ich erwartet, dass er hier den Bauern schlägt. Ich meine, viel bleibt ihm auch nicht übrig, denke ich. Ich meine, sagen wir mal das. Schauen, wo er mit dem König hinzieht. Und jetzt kann ich sogar fast dann einfach die Dame tauschen. Indem ich den Bauern einfach vorziehe. Oder ich nehme halt noch seinen Bauern hier mit. Droh dann hier Schach. Oh, ich glaube, das mache ich. Das ist, glaube ich, echt eine gute Idee. Sogar matt. Droht. Oh, nee, ja, das mache ich besser nicht, ne? Außer er, gut, er kann dann halt hier schlagen, ne? Das wäre so ein bisschen ein Angebot an ihn. Er kann jetzt also meinen Bauern nicht schlagen, weil wenn er ihn schlägt, dann sollte das hier matt sein, wenn ich mich nicht komplett irre. Es hat bestimmt auch einen Namen, dieses Matt. Ich hoffe, sagen wir mal, es ist matt. Ja, es ist matt, okay. Das hat mit Sicherheit einen Namen, weil das so hier dieser, ne, so ein Schema ist. Ich weiß aber nicht, wie das heißt. Gut, lief doch, denke ich, ganz in Ordnung. Schauen wir mal. Ja, der Anfang, ne, schon ein bisschen ungewöhnlich hier. Da sieht man auch direkt die Evaluation. Ups. Geht hier direkt in Richtung für mich. Ja, dann, das ist ja aber nicht so gut. Ein bisschen passiv wahrscheinlich. Was will er hier, dass ich mache? Ich will, dass ich hier direkt D4 spiele, okay. Und dann sollte ich gar nicht schlagen, sondern dann sollte ich was machen? Ah, okay. Ja. Und im Endeffekt gewinne ich. Nichts. Außer halt, dass ich vier Figuren entwickelt habe.
Gut, Alter, also was heißt außer? Das ist schon ziemlich viel. Und er hat einen entwickelt und hat ja schon hier den Bauern verloren, den E-Bauern, was halt nicht so gut ist, was den König schwächt. Okay, also das wäre, denke ich, dann gut gewesen. Aber dann zu passiv einfach von mir, hätte ich dann aktiver spielen müssen, nachdem er so einen seltsamen Zug macht. Und auch hier wäre wahrscheinlich das der beste Zug gewesen, ne? Ja. Nicht einfach. Nee, da gab es einen guten Zug scheinbar. Bischof E2 steht hier. Bischof, Läufer. Okay. Sehe jetzt nicht, warum das andere nicht gut ist, aber. Ist auch nicht so wichtig jetzt. Mal gucken, ob ich noch irgendwelche groben Fehler gemacht habe. Ja, hier war ein grober Fehler. Ah, tatsächlich hier, da. Oh, das ist tatsächlich ein sehr schlechter Zug. Aber warum ist die Frage? Was kann er dann machen? Er kann Dame F1, Dame C4, König B1. Und dann? Ah, ach so, ja, okay. Und dann Stalemate. Also, ne? Ich kann hier nicht entkommen, quasi. Aus diesem wiederholten Schachgebot von ihm. Krass, habe ich nicht gesehen. Aber gut. Hat er halt auch nicht gesehen, ne? Wer sieht sowas? Aber gut, er schlägt halt meinen Bauern und dann ist halt. Ja, dann war das alles in Ordnung. Das war halt dann ein Fehler von ihm, aber da sieht die Situation insgesamt halt dann schlecht aus. Und dann ist matt. Ja. Also hier, das war ein grober Fehler, den man halt, gut, kann man sehen, denke ich. Aber ich gucke halt ehrlich gesagt nicht so nach sowas wie so Remis. Weil eigentlich kenne ich niemanden auf dem Niveau, der sowas spielt, also dann versucht so ein Remis dann hier zu erzwingen mit so einem Zug. Deswegen, also was denke ich auch gar nicht. Aber kann man auf jeden Fall sehen, dass hier ein. Das heißt, wahrscheinlich wäre es sogar besser gewesen, das hier zu machen. Dann ist das quasi gar kein. Dann ist das gar keine Gefahr, ne? Weil dann kann ich hier zwar Schach setzen, okay, und dann gehe ich einfach hier hin. Und was macht er jetzt? Ja. Also da muss ich dann vielleicht ein bisschen drauf achten. Ich sehe hier, dass er quasi, oder wer kann der nicht dann einfach so? Nee, das bringt ihm auch nichts. Dann kommt er ja auch nicht hier. Dann komme ich so und ich gehe einfach hier hin. Also vielleicht tatsächlich in so einer Endspielsituation besser einfach den Bauern vorzuziehen, weil man einfach mehr Möglichkeit hat, wegzuziehen. Zumindest wenn es keinen schwarzen Läufer mehr von ihm gibt. Gut. Ja, aber ich denke, mehr gibt es zum Spiel nicht zu sagen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.